Ja, sehr geehrter Herr Präsident, lieber Herr Thomsen, sehr geehrte Mitglieder des Präsidiums der TU Berlin, sehr geehrte Ehrenmitglieder der TU Berlin, sehr geehrte Frau Dr. Kutzler, liebe Cordula, sehr geehrter Herr Professor Kutzler, lieber Kurt, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, Sie werden mir sicherlich abnehmen, dass das für mich ein besonderer Augenblick ist, heute hier an dieser Stelle ein paar Worte über denjenigen Menschen sagen zu können, mit dem ich rund ein Jahrzehnt exzellent, ich würde sogar sagen, fast symbiotisch zusammengearbeitet habe. Insofern habe ich die Einladung, Herr Thomsen, sehr gerne angenommen. Und es gibt eine Vielzahl von Gründen, die ich jetzt anführen könnte, warum ich heute hier bin. Aber es gibt einen besonderen Grund, der mir den heutigen Tag sicherlich unvergessen bleiben lässt. Aber den Grund spare ich mir auf für das Ende meines kleinen Beitrages, damit die Spannung erhalten bleibt. Also wenn es darum geht, die bedeutsamen Verdienste von Kurt Kutzler zu würdigen, dann muss man zunächst mal eins herausstellen. Kurt Kutzler brannte für diese Universität. Jeder, der mit ihm zu tun hatte, konnte relativ schnell spüren, dass es immer um seine Universität ging und nicht um diese Universität. Es war immer seine Universität. Also Identifikationsprobleme hatte er keinesfalls mit diesem Hause. Überhaupt nicht. Und dieses drückte sich natürlich nicht nur während seiner Amtszeiten als Präsident aus, sondern auch in den anderen Funktionen, die er in diesem Hause hatte. Von denen will ich ja nur drei erwähnen, weil ich sie am Rande mitbekommen habe. Also als Dekan, als Sprecher und Kopf der sogenannten Fensterfraktion, haben wir vorhin schon gehört, und natürlich als Vizepräsident dieses Hauses. Stets war es spürbar, er brannte für das Haus. Und es gibt für mich ein bezeichnendes Beispiel. Irgendwann eröffnete er seinem engeren Team, dass er sich einer Operation unterziehen müsse. Und selbstverständlich bestand die Befürchtung, dass er für mehrere Wochen ausfallen würde. Aber weit gefehlt. Rein gefühlsmäßig aus meiner Sicht. Er war noch nicht mal aus der Narkose erwacht, da telefonierten wir schon über Angelegenheiten der TU Berlin. Und wenige Wochen später sprang er wie ein Jugendlicher hier auf den Treppen herum, als wäre nichts gewesen. Ich vermeide jetzt zu sagen, welche Operation er sich unterziehen musste, aber er weiß Bescheid, um welche es geht, nicht wahr? Jedenfalls können wir daraus lernen, dass leidenschaftliches Engagement für eine Sache, in diesem Fall für die TU Berlin, Heilung und Genesung erheblich beschleunigen können. Und dieses leidenschaftliche Engagement war natürlich stets eine Quelle für Ideen, für Konzepte, für Programme, für Maßnahmen, Initiativen und so weiter. Und selbstverständlich kann ich Ihnen heute nur eine kleine Auswahl von diesen Initiativen darstellen, angesichts der fortgeschrittenen Zeit. Und natürlich, weil ich ja auch nicht alle miterlebt habe. Deshalb will ich drei Initiativen erwähnen und drei Initiativen nur kursorisch anführen. Von Herrn Wollisch, den ich da drüben sehe, habe ich gelernt, dass man gefälligst immer nur drei Botschaften loslassen solle, weil alles andere könne man sich nicht merken. Als gebürtiger Katholik kann ich dazu sagen, bin ich ja mit der Heiligen Dreieinigkeit durchaus vertraut, nicht wahr? Aber wenn wir jetzt zweimal drei nehmen, Herr Wollisch, der Heiligkeit tut es sicherlich auch keinen Abbruch. Deshalb Initiative Nummer eins, die ich erwähnen möchte. Also Herr Stanek hatte es gerade angedeutet, Herr Senator Erhard auch. Nach dem Fall der Mauer hat es einen dramatischen Wechsel im Hochschulsystem gegeben. Der Wettbewerbsdruck im Hochschul- und Wissenschaftsbereich ist erheblich erhöht worden. Und zwar hat sich der Staat insbesondere drei Maßnahmen bedient. Ja. Maßnahme Nummer eins, die Drittmittelfinanzierung ist über die Jahre hinweg sukzessive erhöht worden, während die Grundfinanzierung nahezu konstant geblieben ist oder wie hier in Berlin sogar abgesenkt wurde.
Das hatte natürlich erhebliche Folgen. Über die Drittmittelfinanzierung versucht der Staat Einfluss zu nehmen auf die Handlungen der Hochschulen. Drittmittel werden ausgereicht für ganz bestimmte Aktivitäten in Lehre und Forschung, in Weiterbildung, in Internationalisierung, in Existenzgründungsförderung und so weiter und so weiter. Und diese Tendenz, die wird sich auch noch weiter fortsetzen. Gerade in diesen Tagen wird das Kooperationsverbot gelockert. Und was wir natürlich erwarten ist, dass der Bund alsbald seinen Gestaltungswillen erstmal richtig ausleben wird und dann wird es politische Vorgaben aller Art geben, die die Hochschulen anregen werden, in ganz bestimmten Leistungsfeldern aktiv zu werden. Davon dürfen wir ausgehen. Das ist also eine Tendenz der letzten 20 Jahre. Zweite Maßnahme, die der Staat ergriffen hat, Herr Erhard hat es auch schon angedeutet, die Hochschulgesetze sind so geändert worden, dass den Hochschulen weitere Gestaltungsspielräume eröffnet wurden. Aus HRK-Sicht können wir das benennen, mit die Autonomie der Hochschulen wurde gestärkt. Eine sehr erfreuliche Entwicklung. Warum hat der Staat es gemacht? Um den Hochschulen Möglichkeiten zu eröffnen, sich im Wettbewerb so aufzustellen, dass Erfolge in den unterschiedlichen Leistungsbereichen realisiert werden konnten. Dritte Maßnahme, es wurden Instrumente des sogenannten New Public Managements eingeführt, also Zielvereinbarungen, Modelle der leistungsorientierten Mittelverteilung und so weiter. Und mit allen diesen drei ineinandergreifenden Maßnahmen hat man die Hochschulen angeregt, sich im Wettbewerb so aufzustellen, dass ständig Erfolge nachgewiesen werden konnten. Und zwar nicht nur in der Sache, sondern auch kommunikativ. Das haben wir heute. Wo ist Steffi Terp? Steht hier irgendwo. Ständig muss sie also Pressemitteilungen verfassen, aus denen hervorgeht, wie erfolgreich die TU Berlin ist. Und das betrifft nicht nur die TU, sondern alle Hochschulen. Diesem Wettbewerb hat sich Kurt Kutzler in besonderer Weise gestellt. Und zwar wie? Indem er zunächst einmal der Überzeugung war, dass die TU Berlin sich im Wettbewerb profilieren müsse. Sie müsse also Schwerpunkte ausbilden und auf diesen Schwerpunkten oder in diesen Schwerpunkten Wettbewerbsvorteile einfahren. Und erstmalig in der Geschichte der TU Berlin, Herr Thomsen hatte das in seinen anfänglichen Bemerkungen schon angedeutet, erstmalig in der TU Berlin wurde im Hochschulstrukturplan 2004 ein Set an sogenannten Zukunftsfeldern definiert. Diese stammten aus der Feder von Kurt Kutzler. War eindeutig vorgegeben. Und das Erstaunliche war, dass ihm die Universität auf diesem Profilierungsweg gefolgt ist. Das war allerdings das Resultat eines, wie man heute sagen würde, gut durchdachten Partizipationskonzeptes. Das heißt, er hat versucht, über die Integration aller einflussreichen politischen Kreise in der Hochschule die ganze Hochschule mitzunehmen. Und es ist ihm wunderbar gelungen. Und das war auch kein singulärer Akt, diese Profilierung, sondern nachfolgend wurde die gesamte Universität so aufgestellt, dass sie diese Schwerpunkte weiter ausbilden konnte. Also, die TU-interne Forschungsförderung wurde entsprechend adaptiert. Es wurden Systeme der hausinternen leistungsorientierten Mittelverteilung novelliert. Alles wurde darauf ausgerichtet, diese Schwerpunkte nach außen hin sichtbar und erfolgreich zu gestalten. Klammer auf, das bedeutete selbstverständlich nicht, dass Leute, die nicht in diesen Schwerpunkten aktiv waren, irgendwie ausgebremst wurden. Nein, nein, keinesfalls. Diese wurden auch gefördert. Aber die Profilierung der TU Berlin war ein, ich sag mal, erfolgversprechender Weg, der damals eingeschlagen wurde. Und jetzt könnte ich natürlich an vielen kleinen Beispielen belegen, dass dieser Weg der richtige war. Das will ich aber nicht tun, sondern ich möchte gerne auf zwei Aspekte hinweisen, die auch heute noch von Bedeutung sind. Erstens, die Europäische Kommission und das Europäische Parlament haben in den letzten Jahren immer im Zusammenhang mit Forschungsrahmenprogramm oder jetzt Rahmenprogramm namens Horizon 2020, so heißt das, sogenannte Grand Challenges definiert. Das heißt, die europäische Ebene wünscht,
dass auf ganz bestimmten ausgewiesenen Leistungsfeldern auch die Hochschulen Lösungsbeiträge erarbeiten. Und wenn Sie sich jetzt mal angucken, was heute als Grand Challenge definiert worden ist und was Kurt Kutzler vor über 10 Jahren selbst definiert hat, Sie werden ein Höchstmaß an Übereinstimmung finden. Das bezeugt doch mal eine gewisse Weitsicht. Denn die EU hat erst Jahre später diese Grand Challenges definiert. Ein zweiter Punkt, den habe ich damals, 2004, so gar nicht wahrnehmen können. Der ist mir erst nach Eintritt in der HRK richtig bewusst geworden. Auf der Brüsseler Bühne sind wir als Vertreter der Hochschulrektorenkonferenz immer wieder gefragt worden, ja, Hochschulen, ja, das sind doch keine Forschungseinrichtungen. Hochschulen, das sind doch Anstalten für höhere Bildung, die betreiben doch keine Forschung. Wenn wir dem entgegentraten, dann kam sofort die Frage, naja, wo sind denn die deutschen Hochschulen Forschungsstaat? Sagen Sie doch mal was. Selbstverständlich konnten wir Einzelhinweise geben. Na, was weiß ich, in diesem oder jenem Bereich, na, der an dieser oder jenen Universität beheimatet ist. Es gab aber keinen systematischen Ansatz. Insofern haben wir das Konzept von Kurt Kutzler haben wir aufgegriffen und haben eine sogenannte Forschungslandkarte entwickelt. Die ist auch in englischer Sprache heute verfügbar, nennt sich Research Map. Die können Sie erreichen über die Website der HRK, damit genug zum Werbeblock. Aber die Idee ist einfach nur aufgegriffen worden, das ist heute flächendeckend verfügbar. Wir haben alle Hochschulen in Deutschland, Universitäten und Fachhochschulen gebeten, ausgewählte Forschungsschwerpunkte mitzuteilen. Und das Vorbild war TU Berlin. Auch, muss ich jetzt dazu sagen, einschränkend, aber auch, ja, ganz wichtig. Also dieses war die erste große Maßnahme, die Kurt Kutzler wirklich initiiert hat und hat dabei die ganze Universität mitgenommen, Stichwort Profilierung. Zweite Initiative. Die Technische Universität Berlin hat einen erheblichen standortbedingten Nachteil. Es gibt keine Industrie hier, jedenfalls kaum. Im Vergleich zu anderen Standorten, Stuttgart, München, Aachen und sowas, gibt es hier praktisch kaum Industrie. Und es wäre jetzt auch vermessen, von einer technischen Universität wie der TU Berlin zu fordern, dass sie produzierendes Gewerbe hierher holt. Das wird nicht möglich sein. Aber die Technische Universität Berlin ist eine Forschungseinrichtung. Und insofern, wenn sie sich attraktiv aufstellt, auch eine geeignete Kooperationspartnerin für die Forschungs- und Entwicklungsabteilungen von großen Industrieunternehmen. Und insofern hat Kurt Kutzler eine Initiative unterstützt mit allen Kräften, nicht wahr? Die letztlich dazu geführt hat, dass die Deutsche Telekom AG einen Teil ihrer Forschungs- und Entwicklungsabteilung auf den Campus der TU Berlin ausgelagert hat. Die sogenannten T-Labs kennt jeder von Ihnen, heute weithin sichtbar. Und damit hat die TU Berlin nachhaltig an Reputation gewonnen. Und dieses Modell der Kooperation zwischen Industrie und Wissenschaft, das war nicht nur Vorbild für andere Universitäten, die diesem Vorbild gefolgt sind, sondern es war auch Vorbild für eine Förderlinie des BMBF, die es heute gibt, nennt sich Forschungscampus. Sehr erfolgreich angelaufen. Und ich kann Sie alle nur bitten, tun Sie alles dafür. Frank, wo bist du? Tun Sie alles dafür, dass es eine weitere Förderung gibt. Ja? Also bisher ist das ein einmaliger Schuss gewesen. Aber wenn wir alle darauf drängen, ja, wird es uns gelingen, noch weitere Förderrunden in dieser Förderlinie zu eröffnen. Dritte Initiative. Kurt Kutzler war ja nicht nur auf nationaler Bühne unterwegs, sondern auch international. Und er hat eine strategische Partnerschaft begründet mit einem ägyptischen Unternehmen namens Orascom. Ein Satellitencampus der TU Berlin ist in El Guna am Roten Meer eröffnet worden. Dieses Projekt ist wirklich weltweit bekannt. Egal wo ich war, jeder kannte El Guna. In einschlägigen Kreisen, ja, in denen man sich mit sogenannter transnationaler Bildung befasst, ist dieses Projekt wirklich bekannt. Und ich kann nur daran appellieren, ja, an die TU Berlin,
das Notwendige zu tun, damit dieses Projekt zum Erfolg geführt wird. Ich will hier einflechten, letzte Woche war ich im BMBF, habe natürlich das Thema Elguna wieder angesprochen und die Signale waren durchaus positiv. Also es gibt ja weiterhin die Möglichkeit, sich fördern zu lassen über DAD und sonstigen. Also die Signale sind weiterhin außerordentlich positiv. Soweit zu den drei Initiativen, die ich in besonderer Weise herausstellen wollte. Jetzt noch drei, die ich nur kurz erwähnen will. Kurt Kutzler war auch derjenige, der einen Impuls gegeben hat zur Konzeption eines Exzellenzclusters in der Chemie. Das wollen wir nicht vergessen. Er war das. Und dieses Ding lebt weiterhin fort. Punkt 2, das vorhin erwähnte BIC, war natürlich irgendwann auch eine Ideenquelle dafür, die TU Berlin im Bereich der Existenzgründungsförderung noch besser sichtbar zu machen. Kurt Kutzler hat deswegen ein Center für Entrepreneurship ins Leben gerufen und dessen Aktivitäten haben letztlich dazu geführt, dass die TU Berlin als Gründerhochschule im Rahmen des Exist-Programmes prämiert wurde. Und letzter Punkt, das war damals eine spontane Idee, ich erinnere mich genau an die Situation, aber goldrichtig. Er hat eine Studie beim DIW in Auftrag gegeben, die belegen sollte, welche regionalökonomische Wirkung die TU Berlin hat. Diesem Beispiel sind inzwischen ganz viele Hochschulen in Deutschland gefolgt. Und, jetzt kommt das Witzige, inzwischen haben politische Parteien die Bedeutung der Hochschulen für die regionalökonomische Entwicklung aufgegriffen und wollen dafür Sorge tragen, dass die Exzellenzinitiative genau in diese Richtung weiterentwickelt wird. Das Stichwort heißt Hochschule in der Region. Also es gibt eine Gruppierung, die will dafür Sorge tragen, dass genau Förderformate künftig entwickelt werden in Fortführung der Exzellenzinitiative, die Bedeutung der Hochschule in der Region richtig herausheben. Und auch die damalige DIW-Studie war sozusagen ein Baustein in dieser neuen Konzeption. Ich glaube, das sind Belege genug, ja, um sagen zu können, Kurt Kutzler hat sich bedeutsame Verdienste um die Entwicklung der Zukunftsfähigkeit dieser Universität verdient. Und insofern kann ich nur sagen, die Ehrenmitgliedschaft ist 100%ig begründet, vielleicht sogar 120%ig. Dem will ich nicht entgegenstehen. In diesem Kontext, Kurt, darf ich noch die herzlichen Glückwünsche und Grüße unseres Präsidenten übermitteln. Und zum Schluss will ich Ihnen natürlich nicht vorenthalten, weshalb dieser Tag aus meiner Sicht unvergesslich bleiben wird. Wer Kurt und mich kennt, weiß, also wir pflegen einen Konversationsstil mit, wie man so schön sagt, hoher Dialogdichte. Da wechselt, gibt ein Wort das andere. Und der Tag bleibt mir deswegen unvergessen. Kurt, so lange hast du mir, glaube ich, noch nie zugehört. Ja. Danke. Herr Kutzler, ich verlese die Urkunde. Die Technische Universität Berlin verleiht Herrn Prof. Dr. Dr. H.C. Kurt Kutzler, geboren am 17.10.1941 in Aussig an der Elbe, die Würde eines Ehrenmitglieds der Technischen Universität Berlin. Sie würdigt damit seine Verdienste für die Universität als Präsident der TU Berlin von 2002 bis 2010. In seiner Amtszeit trat Professor Kutzler verstärkt für mehr Autonomie der Hochschulen und für eine weitere Profilierung der TU Berlin ein. Dies trug auch zur Intensivierung der Kooperationsbeziehungen und zum Ausbau des Netzwerkes mit Partnern in der Wissenschaft, der Wirtschaft und der Politik bei. Die Universität ist ihm hierfür zu großem Dank verpflichtet. Berlin, den 10. Dezember 2014. Herr Kutzler. Danke schön. Herzlichen Glückwunsch. Herr Präsident, lieber Herr Katthöfer, nach meiner Pensionierung, lieber Thomas, herzlichen Dank für diese warmen, mich wirklich ergreifenden Worte.
Mindestens Norbert Miller wird jetzt wissen, wen ich zitiere. Euch macht ihr es leicht, mir macht ihr es schwer, gebt ihr mir Armen so viel Ehre. Von einem deutschen Dichter auf einer Festwiese gesprochen. Die einzelnen Vorträge heute haben eine Reihe von Gedanken bei mir ausgelöst, zu denen ich viel sagen könnte und viel sagen möchte. Die Zeit ist kurz, die Zeit ist knapp, wir haben sie schon weit überschritten. Ich will nur einige Punkte dazu sagen. Erstens, Thomas, in der Tat hast du so lange ohne meine Widerworte noch nie geredet. Das ist richtig. Zweitens hast du aber auch eine besondere Technik gehabt, abends, wenn das übliche Geschäft vorbei war, mir meine Ideen aus der Nase zu ziehen. Du hast dich hingesetzt und hast gefragt, was machen wir denn da und was machen wir denn dort? Und dann musste ich nachdenken und musste sagen, was ich auch will. Auch diese Situationen gab es, nur um der Wahrheit die Ehre zu geben. Thomas, du bist mein alter Ego gewesen in dieser Zeit. 50% dessen, was sozusagen auf mein Konto geht, geht auch auf dein Konto. So, jetzt zur Universität. Herr Witkowski, Sie haben die Schwierigkeiten geschildert, die die Universität am Anfang ihrer Amtszeit hatte. Es gab die Rektoratsverfassung, die wurde damals vom Universitätsgesetz abgeschafft und es gab die Präsidialverfassung. Das ist von mehreren Rednern hier angesprochen worden. Was aber eigentlich da passiert ist, ist so richtig nicht durchgekommen. Der Kurator war vorher der mächtige Mann in der Universität. Der Rektor war der Repräsentant für die akademischen Angelegenheiten, aber der Kurator als Vertreter des Ministers hatte das Geld in der Hand und entschied mit dem Geld die wesentlichen Dinge. Das änderte sich mit der Präsidialverfassung, denn der Kanzler, der den Kurator ersetzte, war, bis auf die Tatsache, dass er Beauftragter für den Haushalt ist, dem Präsidenten weisungsgegenüber gebunden. Das heißt, der Präsident hatte letztendlich die Verantwortung für die gesamte Universität. Er hatte die Verantwortung für die Universität nach außen gegenüber den Geldgebern, nämlich gegenüber der Politik. Und er musste das, was die Politik an Aufträgen von der Universität verlangte, für das Geld, das sie gab, im Sinne der Allgemeinheit, er musste das in die Universität hineintransportieren. Es ist gut, dass wir im Laufe der Zeit immer mehr Autonomie bekommen haben. Auch in Ihrer Zeit, Herr Erhard, ist die Autonomie der Hochschulen, hat sie zugenommen. Aber Autonomie bedeutet natürlich auch Rechenschaftslegung und bedeutet eine ganz andere Struktur in der Universität, als sie früher in der alten Ordinarienuniversität war. Als Präsident heute eine Universität zu führen, ist ein Kunststück. Man ist nach außen hin verpflichtet, umzusetzen, das, was gewünscht wird, wofür man Geld bekommt. Und man trifft nach innen auf Kolleginnen und Kollegen, die es durchaus gut meinen mit der Einrichtung, die aber auf Artikel 5 des Grundgesetzes sich berufen, nämlich, dass sie frei in Forschung und Lehre sind. Also, was macht man, um diese Konflikte, einerseits Entwicklung der eigenen Persönlichkeit, auf der anderen Seite der Wunsch, zu großen gemeinsamen Forschungsprojekten zu kommen, die Welt zu bewegen. Was macht man da? Das ist die Aufgabe des Präsidenten. Das ist das, wofür wir uns die Köpfe zerbrochen haben und wofür Sie sich, Herr Thomsen, jetzt mit Ihrer Mannschaft die Köpfe zerbrechen müssen. Und ich drücke Ihnen die Daumen, dass da was Gutes rauskommt. Ich verbinde das hier mit einer Bitte an Sie. Sie haben sich als kürzlich im Tagesspiegel über die Exzellenzinitiative 2017 gesprochen wurde, etwas skeptisch über das Zukunftskonzept geäußert. Meine Bitte an Sie, überdenken Sie noch einmal diese Position. Auch wenn man nicht erfolgreich ist, ist das Zukunftskonzept die Königsdisziplin für eine Universitätsleitung. Sie ist der Masterplan, wie man versucht, die Universitätsleitung voranzubringen, wie man die Universität versucht voranzubringen und zu Erfolg zu bringen.
Es geht ja nicht nur um das Geld, es geht ja nicht nur um die Rivalität mit den anderen Universitäten, sondern es geht um die internationale Sichtbarkeit, um das Bekanntsein. Es geht auch darum, dass wir die besten Studenten bekommen, dass zu uns die begabtesten Studenten kommen und bei uns studieren wollen. Deswegen denke ich, ist es wichtig, dass wir einen guten Masterplan haben, mit dem wir sowohl was die Gemeinschaft betrifft, aber auch Wissenschaft, Lehre und Forschung betrifft, gut dastehen. Es ist ein anderer Punkt angesprochen worden, der mir ein Anliegen ist. Herr Renn, Sie haben die vertriebene Wissenschaft, das Buch, angesprochen. Im Jahr 2008 erhielt ich von einem Kollegen aus der Charité einen Brief, in dem er mir schilderte, dass bis 1943 ein russischer Student, Halbjude, Dimitri Stein, hier Elektrotechnik studiert hat. Das ging nach den Rassengesetzen der damaligen Zeit noch. 1943, als er seine Promotion abgeben wollte, konnte er es nicht, begriffen die Rassengesetze bei ihm auch zu. Er musste, musste sich verbergen, sein Professor hat ihn geschützt, Dimitri Stein hat überlebt und ist 1948 nach den USA ausgewandert. Er hat 1953 an die TU geschrieben, man möge doch bitte sein Promotionsverfahren wieder aufnehmen. Und die TU hat ihm geantwortet, wir haben jetzt andere Sorgen. Er hat dann geschwiegen, ein Freund von ihm, wie gesagt, hat diese Initiative aufgegriffen, nochmal 1958. Ich habe mit unserer Fakultät für Elektrotechnik und Informatik gesprochen und wir haben beschlossen, nachdem wir unsere Juristen noch konsultiert hatten, für ihn ein Promotionsverfahren nach dem Wissensstand der damaligen Zeit, also 1943, durchzuführen. Der 89-jährige Dimitri Stein kam, führte dieses Verfahren und ich hatte die Ehre, ihm die Promotionsurkunde zu überreichen. Dieser Augenblick war für mich der Anlass, damals an Frau Baggans den Auftrag zu geben, dieses Buch zu schreiben. Als dieses Buch entstand, ich habe da regen Anteil genommen, ist mir klar geworden, dass wir einiges noch nicht verarbeitet haben. Das ist die Zeit nach 1945, als nämlich die Professoren, die sehr wohlgefällig dem Dritten Reich gedient haben. Und hier immerhin die Front der TU war die Aufmarschfront für Hitler gewesen bei den großen Paraden. Es gab Kollegen, die dann wieder plötzlich in Amt und Würden waren. Und das war natürlich auch der Grund dafür, weswegen dieser Brief an Dimitri Stein kam. Diese Vergangenheit haben wir noch nicht aufgearbeitet. Sie müsste genauso aufgearbeitet werden wie im positiven Sinne die Entwicklung der Hochschule, Herr Witkowski, von Ihnen bis zu mir. Wir sind ja eigentlich eine Generation. Das kennzeichnet ja heute auch diese Ehrung. Die Entwicklung der Hochschule von damals bis heute, die Lehren, die wir daraus führen. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir nicht nur Ingenieure ausbilden. Das viel höhere Ziel ist, dass wir Persönlichkeiten qualifizieren wollen. Ich möchte den nachdenklichen Ingenieur, ich möchte den nachdenklichen Naturwissenschaftler, ich möchte den nachdenklichen Mathematiker haben und ich möchte auch den Wissenschaftler hier vertreten haben, der sich mit Norbert Miller über Piranesi oder über die französische Romantik oder über Bram Stoker oder sonst etwas unterhalten kann. Das gehört zu dem Wesen einer Universität und das sollte eigentlich das besondere Merkmal einer technischen Universität sein. Dieses meine Anliegen, lassen Sie mich schließen mit Dank. Mein wichtigster Dank geht an meine Frau, die als Ärztin für Neurologie und Psychiatrie 30 Jahre lang im Wedding, im sozialen Brennpunkt von Berlin praktiziert hat und dementsprechend kaum Zeit hatte, sozusagen die Hüterin meiner Ruhe zu Hause zu sein. Wir hatten beide genug Probleme am Bein. Aber wann immer ich Probleme hatte und Sorgen hatte, war sie für mich da. Und mit ihrer psychiatrischen Kenntnis hat sie mir manchen Sachverhalt erklärt, den ich sonst nicht verstanden habe und hat mir so geholfen, so Dinge zu lösen, die ich sonst vielleicht nicht hätte so lösen können. Mein großer Dank geht an Thomas Kathöfer, mein alter Ego. Ein weiterer Dank an Ulrike Gutheil.
Es gibt selten ein so gutes Verhältnis zwischen Präsident und Kanzlerin oder Kanzler, wie es bei uns geherrscht hat. Dafür bin ich dankbar. Mein Dank geht an die leider schon verstorbene Ursula Buschle, die Hüterin meines Präsidialamtes, und an ihre Vorgängerin Sabine Dagene. Sie haben mich begleitet, sie haben mich in Augenblicken, wo ich zauderte, wo ich verzagte, aufgerichtet. Sie waren die guten Lenker und Leiter meines Büros. Ich danke Ihnen, ich danke auch Uwe Schwarz, der mich über viele Kilometer gefahren hat. Und natürlich würde jetzt Jürgen Dennert böse sein, wenn ich nicht auch seinen Namen nennen würde, obwohl mit Jürgen Dennert, und jetzt mache ich meine Schlusspointe, mit Jürgen Dennert man ja fast einen Roman wie von Schwanitz schreiben könnte. Es ist schon witzig, wenn der Fahrer des Präsidenten liiert ist mit der Sprecherin der Opposition im akademischen Senat. Aber er war immer eine Vertrauenspersönlichkeit und ich wusste, dass das, was ich im Auto telefonierte, auch vertraulich geblieben ist. Ich danke dieser Universität, dieser meiner Universität, für die Ehrung, die sie mir übergeben haben. Bleiben Sie mir treu, wie ich Ihnen treu bleiben werde. Herzlichen Dank.